Die DDR ist von gestern? Darüber reden wir noch heute. Wir hatten die Fenster verdunkelt, es war schon abends und vom Weiten hörte man schon Sprechchöre, als sich die Demonstranten unserem Gebäude näherten. Die Rufe Stasi raus und Stasi in die Volkswirtschaft. Jedenfalls hatte ich angewiesen, dass wir uns bewaffnen. Es war eine äußerst beklemmende Situation. Ich hatte sowas überhaupt noch nicht erlebt in meiner über 30-jährigen Dienstzeit. Demonstranten vor der Stasi-Kreisdienststelle. Was am Abend des 20. Oktober 1989 in Mühlhausen in Thüringen Günter Siegel aus der Fassung bringt, ist nur der Vorbote der kommenden Ereignisse. Die Mauer fällt und die DDR-Bürger fordern, dass ihre Akten vor der Vernichtung bewahrt werden. Denn obwohl man über die Existenz des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR genauestens Bescheid weiß, herrscht über seine Arbeit ziemlich viel Geheimniskrämerei. Bei der Besetzung der Stasi-Zentrale in Berlin fanden die DDR-Bürger Berge von Akten. 111 Regalkilometer Schriftstücke, über 30.000 Video- und Audiodokumente und etwa 41 Millionen Karteikarten sind erhalten. Ein großer Teil dessen, was das Ministerium für Staatssicherheit, kurz Stasi, an Informationen gesammelt hat. Die Stasi agiert als Werkzeug der SED, wird daher auch Schild und Schwert der Partei genannt. Sie hat den Auftrag, über alles Bescheid zu wissen. Denn Wissen ist Kontrolle. Kontrolle ist Macht. Die Geheimpolizei der DDR überwacht und bekämpft Gegner der Parteidiktatur oder wen sie dafür hält. Politisch auffällige Bürger, Oppositionsgruppen, aber auch die eigenen Parteimitglieder und staatliche Behörden werden kontrolliert. Wer einmal in Verdacht gerät, wird genauestens unter die Lupe genommen. Da merkten wir plötzlich, dass wieder hinter uns das gleiche Auto und vor uns das gleiche Auto fuhr. Wir waren in der Mitte. Und da sagte mein Mann, jetzt will ich das genau wissen. Und er fuhr rechts in einen Waldweg rein. Und wir verharrten da so 20 Minuten. Und er fuhr dann aus dem Waldweg raus. Und plötzlich tauchte hinter uns das Auto auch wieder auf. Und dann wussten wir's. Da war uns klar, wir wurden bespitzelt von morgens bis zum Abend. Das war uns dann klar. Und Sie wissen auch warum. Kurz zuvor haben die Zietens einen Ausreiseantrag gestellt. Die Stasi bespitzelt die bis dahin unauffällige Familie nun im Rahmen eines sogenannten operativen Vorgangs. Da gab es im Haus zum Beispiel einen, der war halt bei der Staatssicherheit. Das haben wir gewusst. Wir haben auch gewusst, dass er uns beobachtet. Dass er auch zu uns in die Wohnung gegangen ist, wo wir nicht da waren, aufgeschlossen. Es gibt nicht nur hauptamtliche Mitarbeiter. Weitaus größer ist die Zahl der inoffiziellen Mitarbeiter. Sie haben mit der Stasi eine schriftliche Vereinbarung getroffen, konspirativ, also verdeckt, für sie zu arbeiten. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Die Zusammenarbeit ist nicht immer freiwillig. Versprochene Karrierevorteile, Geldzahlungen, aber auch Erpressungen nehmen den Betroffenen die Entscheidung ab. Ich weiß ja nicht, was Sie von mir hören wollen. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Alles, was Sie bewerkstelligt haben, das Salim bzw. in die BRD zu kommen. Nichts, was habe ich denn bewerkstelligt? Ich habe nichts unternommen. Das ist doch gar nicht wahr. Was habe ich denn unternommen? Fragen Sie mich doch nicht, erzählen Sie. Ich habe nichts unternommen. Natürlich. Ich habe nichts. Die Stasi hat die Befugnis zu durchsuchen und zu konfiszieren. Es ist aber auch innerhalb ihres Machtrahmens, Bürger zu verhaften, zu verhören und in einer der 17 Untersuchungshaftanstalten der DDR festzuhalten. Diese Zuführung hat natürlich auch ein Ziel, bestimmte Leute
zu verunsichern, dass sie nicht nochmal zugeführt werden wollten und nicht unbedingt ins Visier der Sicherheitsorgane kommen wollten. Und dann waren durchaus Eltern und Verwandte da, jetzt lässt du die Pfoten davon, jetzt bist du schon einmal aufgefallen, jetzt halt dich mal zurück. Es ist nicht schwer, der Stasi aufzufallen. Weiß man doch, dass sie ihre Augen und Ohren überall hat. Es reicht eine kritische Aussage über das System, provokante Kunst, Literatur, Musik. Aber auch eine andere sexuelle Orientierung und grundsätzlich alles, was zu sehr nach westlicher Lebensweise aussieht, machen die Stasi misstrauisch. Stasi-Chef Erich Mielke rückt unter Erich Honecker in die Schaltzentrale der Macht, das Politbüro, auf. Er wird auch als Meister der Angst beschrieben. Selbst seine Parteifreunde fühlen sich angesichts seines großen politischen Machtrahmens nicht sicher. Hinter den Kulissen erfolgt der flächendeckende Ausbau der Staatssicherheit. Jede Herausforderung des SED-Führungsanspruches soll bereits im Keim erstickt werden. Das MFS steigert den Grad der verdeckten Überwachung. Das bedeutet rundum Überwachung durch den VIB Horch und Guck, so der Spitzname der Stasi. Die Mitarbeiter setzen Wanzen und Kameras ein, kontrollieren Post und Telefon, befragen die Nachbarn, durchsuchen die Wohnung. Privatsphäre ist ein Fremdwort. Tatsache ist, die Stasi agiert jenseits von Rechtsstaatlichkeit und unter Missachtung von Menschen- und Bürgerrechten. Eines ihrer Spezialgebiete? Operative Psychologie. Hierbei geht es um die gezielte psychische Beeinflussung des Verhaltens bestimmter Personen. Die Stasi kalkuliert die Wachsamkeit der DDR-Bürger sogar ein, um sie gezielt einzuschüchtern. Die Grundmethode des MFS war die Zersetzung. Man versuchte auf alle Fälle zu verhindern, dass die Gruppen sich als Gruppen manifestieren konnten. Man versuchte sie zu vereinzeln. Man versuchte sie auch dahingehend zu verunsichern, dass die Ems eingeschleust werden, beziehungsweise besonders aktive Mitglieder in den Geruch zu bringen, dass sie für das MFS arbeiten. Der Ausbau der Staatssicherheit lässt sich klar beziffern. Bis Ende 1989 arbeiten für das MFS über 90.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Das ist ein Mitarbeiter auf 180 DDR-Bürger. Ein weit größerer personeller Aufwand, als die Sicherheitsdienste der anderen sozialistischen Staaten einsetzten. Nicht eingerechnet sind die zuletzt rund 175.000 inoffiziellen Mitarbeiter. Damit hat das MFS die Schlagkraft, um sich fast überall einzuschalten. Mielkes Männer stellen die Passkontrolleure an den Grenzübergängen zwischen Ost und West, mustern die Wehrpflichtigen, senden Spione in den Westen, unterstützen mit dem BFC Dynamo Berlin sogar einen Fußballverein. Sie haben die Macht, auf fast alle wichtigen Lebensentscheidungen der Bürger Einfluss zu nehmen. Worauf man natürlich auch immer wieder angesprochen wurde, da denken Sie auch daran, Sie haben doch auch ein Kind. Und also jedenfalls war das immer so entweder also versteckte und auch offene Drohungen in diese Richtung. Und das war eigentlich so das Schlimmste, was es für mich geben konnte. Ob es Spitzel der Stasi sogar im eigenen Umfeld gibt? Diesen Verdacht kann in vielen Fällen nur die Einsicht in die Stasi-Akten klären. Doch nach dem Mauerfall vernichtet das MFS immer mehr Akten. Auch die Umbenennung in Amt für nationale Sicherheit im November 89 ändert wenig. Die Stasi wird nur schleppend aufgelöst. Der Protest der Bürgerrechtsgruppen gipfelt am 15. Januar 1990. Mehrere tausend Demonstranten stürmen die Berliner Stasi-Zentrale. Die letzte Bastion des SED-Staates fällt. Wir versuchten sowohl auf Mitarbeiter als auch auf Demonstranten etwas mäßigend einzuwirken, damit es eben nicht zu einem Gewaltausbruch kommt. Zweifellos ist es aber so, dass diese Besetzung zum originären Bestand der Bürgerrechtsbewegung gehört und die ganze Frage der Auflösung der Staatssicherheit, aber auch des Stasi-Unterlagengesetzes wesentlich mit vorangetrieben hat. Seit 1992 können Betroffene auf Basis dieses Stasi-Unterlagengesetzes ihre Akten einsehen. Millionen Menschen haben dies bereits getan.